miteinander. Ich bin Andrew Felix, ich bin der Techniker von der Band. Ich möchte zuerst auch noch ein paar Worte an Sie richten. Und zwar haben wir nach den letzten Konzerten eine Analyse gemacht und gemerkt, dass es einige ganz sichere, lachsichere Pointen gab, wo nicht gelacht wurde. Und wir haben dann das damit erklärt, dass es einfach kulturelle Unterschiede gibt im Sinn von Wörtern, die ihr einfach nicht kennen könnt, weil es typisch schweizerische Sachen sind. Und ich möchte euch die schnell erklären. Ich werde die Wörter aus dem ersten Teil erklären. In der Pause werde ich dann die Wörter aus dem zweiten Teil erklären. Ihr habt unter den Stühlen habt ihr Blätter und Stifte. Da könnt ihr euch aufschreiben. Vorne hat es vielleicht keiner mehr. Deshalb, wir waren überrascht, dass so viele Leute kommen. Es hat auch nicht für alle. Ihr müsst das ein bisschen teilen. Es ist halt, wir haben gedacht, es sind vor allem Paare, die kommen, oder Gruppen. Jetzt könnt ihr euch das so gemeinsam einfach das aufschreiben, was ihr wissen wollt. Wenn ihr wählt, Aufmerksamkeit bitte. Entschuldigung. Danke. Wenn es Wörter gibt, während der Vorstellung, die ihr nicht versteht, könnt ihr die auch aufschreiben und mich dann im zweiten Teil noch fragen. Ja? Also gut. Es fängt gerade am Anfang mit Ewige Liebe. Das ist ein Musical, das ist das erfolgreichste Schweizer Musical, das es je gab. Ewige Liebe, hat jemand das von dem schon gehört? Ja, es ist übrigens der Roman, der das Buch geschrieben hat. Das ist wichtig für die Pointe. Aromat, das ist so eine, das kennt ihr, so eine Streuwürze, das kennt ihr. Knorr ist inzwischen Unilever, ist Natriumglutamat und ein bisschen Pflanzenextrakt. Es gibt das Maggi. Bei euch heißt das Maggi. Ja, bei uns ist das Maggi, das war der Julius Maggi. 1886 ist das rausgekommen. Also aus der Frühzeit des Convenient Foods. Und seine Idee war es auch etwas herauszugeben, das ist ein Pflanzenextrakt, das enzymistische Hydrolyseverfahren, wurde das ausgefiltert. Hat es Chemiker hier? Nee. Okay, ich kann es auch nicht mehr erklären. Es hat ein preiswerter Ersatz sein sollen für Fleischextrakt. Weil in der Zeit war das Problem, dass viele Fabrikarbeiter sehr schlecht ernährt waren. Und der Julius Maggi wollte ja wirklich etwas Gutes tun, etwas Gutes für die Ernährung tun, zu einem günstigen Preis. Ja, Maggi wurde dann in den 90er Jahren gekauft von Nestle. Und Nestle führt ja das, der humanistische Ethos führen die ja dann weiter. Nestle übrigens, der Chef ist? Österreicher. Kärntner. Peter Brabeck, ein Österreicher. Ja, einer von euch. Also eigentlich ist es ja, glaube ich, er hat in Wien studiert, also das ist genug weit weg. Das Pschüttiloch. Pschüttiloch, die Aukegrube. Willisau. Das ist ein Ort, Willisau ist ein Ort, bekannt für das Jazzfestival oder so ein Gebäck, Willisau Ringli. Manni Matter, ja, ein Liedermacher. Ja. Hat jemand schon was aufgeschrieben? Bis jetzt noch nicht. Also gut. Wilhelm Tell. Im weitesten Sinn auch in Österreich. Das ist ja der Schiller, der diese Geschichte mal aufgeschrieben hat, basiert auf Sagen. Man weiß nicht wirklich, ob der jemals gelebt hat, der Wilhelm Tell. Viele Schweizer denken, es ist so. Die glauben, das ist ein Teil der Gründung. Und Wilhelm Tell ist ja darum auch bekannt, weil der gegen die Habsburger sich aufgestemmt hat. In Küsnacht am Rigi gab es die Hohle Gasse. Und der Vogt Heinrich Gessler von den Habsburgern. Habt ihr das gehabt in der Geschichte? Geschichtsunterricht? Ne? Ja, das ist ja auch gut. Habsburg hat ja die Schweiz die ganze Zeit belagert. Das wusstet ihr nicht. Habsburger waren die Schweizer. Nee. Die Habsburger sind ja die Antischweizer, die ganze. Ja. Total. Der Vogt Heinrich Gessler war ein totaler Narzisst auch, das ist bekannt. Und der hatte da am Ende der Hohlen Gasse eine Lanze aufgestellt mit seinem Hut drauf. Der hatte immer einen Hut auf,
Hut an mit einer Pfauenfeder. Und der hatte so einen Hut da aufgestellt. Und jeder, der durch die hohle Gasse ging, musste sich vor diesem Hut runterbeugen. Genau. Ja. Und der Wilhelm Tell hat das dann nicht gemacht. Ja. Und wie hieß der Sohn von Wilhelm? Maxi. Der Walter. Genau, ist der Sohn. Genau. Genau, das war so viel. Zudem Coop und Migro. Ja, auch Migro. Migrosack kommt dann vor. Das ist ein Migrosack. Ja, das kommt vor im Lied. Dann kommt vor. Vorher kommt noch die S-Bahn. Die S-Bahn. Nach Wikipedia ist die S-Bahn die Stadtschnellbahn. Und ich habe mich dann gefragt, warum heißt das denn nicht SS-Bahn? Ist wirklich wahr. Stadtschnellbahn. Dann gibt es das nächste Wort, wie soll ich das umschreiben? Das ist so ein Club, so ein Ort, wo man sich austauschen kann, so auch Paare sich treffen. Wo man über Beziehungen, Swingerclub. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gehört, Swingerclub? Das ist, du schon. Erklär mich. Super. Das ist so, das ist ein Ort der Begegnung. Ohne christlichen Hintergrund. So. Und man spricht da auch. So. Ja, Schwingerclub. Swingerclub. Das Laugebrötli, das ist bei euch ja das Laugenbäckerl. Ne? Das habe ich gelesen. Laugenbäckerl. Das ist wienerisch. Also gut, das ist ja ein ganz richtig macht man ja das Laugenbrot auch nicht mit Hefe, sondern mit einem Vorteig. Und es hat auch noch Natronlauge drin, E224. Und traditionell hat es da noch Schweineschmalz drin. Ja, für all die Vegetarier, die eben einen Käsenlaugeweckel nehmen, ist nicht ganz korrekt. Genau. Gratis-Zeitig habe ich so oder sowas. Könnt ihr sonst mal, die kann ich mal in die Runde geben. Die ist von heute Morgen. Gestern Abend. Ja, kannst du mal rumgeben. Kannst du mal lesen drin, was in der Schweiz so passiert. Zürich West, das ist eine Band, ja, eine Rockband, mit dem Frontmann Kuno Lauener. Und ein anderer bekannter Schweizer Sänger ist der Polo Hofer. Klar. Genau, mit dem Kiosk. Ja, ich glaube, das war's aus der ersten Hälfte. Hat jemand was aufschreiben müssen? Nö. Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Also gut, weil der Rest ist jetzt auf Schweizerdeutsch. Die geben sich nicht so mir. Es ist auch schwierig zu übersetzen wegen den Reimen. Ja. Wenn plötzlich das Brötli nachher Bäcker liest und dann meckert alle, das geht nicht. Also gut. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt dann die Band und wir sehen uns in der zweiten Hälfte wieder. Viel Vergnügen.